Ja, guten Morgen. Mein Kumpane ist jetzt bei seiner OP. Und ich habe meinen Wecker eine Stunde zu früh gestellt. Mein lieber Fadi ist nämlich in einer Stunde die Packstation entleeren und 144 Dosen Gönnergy abholen von der Post. Und ja, ich bin so verblödet, Alter. 10:30 Uhr war ausgemacht und ich habe jetzt meinen Wecker deutscher Zeit. Ach, nee, ich will gar nicht drüber nachdenken. Das Frühstück des Reisis sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus. Naja, mal gucken, was heute so geht. Ich habe mir ein paar Restaurants rausgesucht mit sehr interessantem Essen. Aber sonst, keine Ahnung, ich will einfach nach Hause. Ich weiß doch. Ich mache immer das Beste aus allem. Ich konnte jetzt insgesamt noch fünf, ich sag mal. Wie nennt man das? Das sind keine Taschentücher, so also Dinger besorgen. Davon habe ich eins zerschneuzt und eins anderweitig genutzt. Und ja, wünsche mir Glück, dass jetzt drei von diesen dünnen Dingern ausreichen, um hier sein Geschäft zu erledigen. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser Technologie, immer mit dieser dämlichen Karte zum Reinstecken. Ja, egal. Heute steht eine Menge an. Ich will euch mal die Puffstraße zeigen. Ich hoffe, ich kann darin filmen. Ich war selber noch nicht drin, weil ich bisher in der Gegend immer nur abends war. Da hat es geschlossen ab 22 Uhr. Ja, ab 22 Uhr machen die Bordelle zu. Das gibt nicht viel Sinn für uns Deutsche, aber naja. Und exotische Speisen werden genossen. Ja, ich habe das jetzt in dieser Reihenfolge aufgezählt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass eine Priorität höher ist als die andere. Sorry für die Flackereien hier, egal welche Framerate. Diese Lampen überfordern das Handy immer. Naja, jedenfalls gehe ich diesmal das erste Mal weit in die westliche Richtung. Oh Junge! Hut! Und ich bin sehr gespannt, was ich dort alles so finde. Auf jeden Fall wird das Frühstück aus Eingeweiden bestehen. Ich bin sehr gespannt, was genau die jetzt gerade im Angebot haben. Ich hoffe persönlich auf Hodensack. Ja, ich muss erstmal ungefähr 3 Kilometer laufen. Aber diese Richtung hier ist auf jeden Fall sehr interessant. Junge, das ist ja furchtbar. Du kriegst ja einen Anfall von diesen Aufnahmen. Junge, sorry, ja. Ich habe übrigens noch keinen einzigen Truthahn gesehen. Weil ich fand den türkischen Truthahn immer sehr schmackhaft, damals im Hotel auf jeden Fall. Aber das gibt es ja gar nicht. Köpik! Der Brat hat sich übrigens noch nicht gemeldet in der Klinik. Er schläft wahrscheinlich, während ihm tausende Haare verpflanzt werden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so schnell wieder nach Paris komme. Herr Winkler? Herr Winkler? Herr Winkler? Katz! Ich habe mir jetzt hier das gegönnt in einem Sockladen. League of Legends. Ne, League, nicht Leech. League of Legends, Junge. Sing. Cola Zero. Traum. Und ein Lungo-Eis. Für zusammen 28 Lira, was genau 1 Euro ist. Hast du nicht mal einen gesunden Snack zum Frühstück? Diese Situation erinnert mich gerade sehr an Stettin, letztes Silvester. Ich dachte, hier geht es durch einen Park, aber nein, das ist wohl der städtische Friedhof. Der ist wirklich sehr groß. Oh, wie es scheint, bin ich wirklich gerade in Paris gelandet. Es sieht wirklich genau aus wie in Paris, dort wo wir unser Hotel hatten. Feines Gemüse in rauen Mengen. Also wenn jemand Bohnen braucht oder Chilis, ist er hier auf jeden Fall richtig. Hier gibt es im wahrsten Sinne des Wortes bergeweise.
Ich finde es auch geil, wie Einbahnstraßen hier klipp und klar definiert werden. Dadurch. Die Strecke, die ich heute gehe, ist die mit Abstand am untouristischsten. Ist das richtig? Ja, sorry. Ey, die Sonne, die knallt ganz schön auf meine Birne. Sorry. aber sehr interessant. Also es ist nicht schön. Und man fühlt sich jetzt auch nicht sonderlich sicher, aber ich fühle mich auf jeden Fall mit Abstand 10-mal sicherer als in Paris. Also jetzt mal ohne Scheiß. Nee, das sind interessante Eindrücke. Und das Essen hoffentlich auch. Ich bin so gespannt jetzt. Ich meine, heute ist glaube ich der 5. Tag und ich habe mir immer noch nicht meinen Magen versaut. Wenn nicht heute, wann dann? Bitte nicht auf meinen Kopf kacken. Auf meinem Kopf landete schon 2-mal in meinem Leben frischer Vogelkot. Kann da jemand mithalten? Zu, ich hier ein schönes Gefühl. Immer eine Taube aus dem Baum rausgeschissen und immer hast du ein bisschen Rabe im Flug. Nee, ist nicht schön. Alter. Das ist wohl der Lastenaufzug zum Schlafzimmer deiner fetten Oma. Diese Stadt wurde wirklich komplett auf diesen Berg gebaut. Oder auf diese Berge. Das ist einfach Wahnsinn. Hier geht es immer entweder bergab oder bergauf. Ebene Flächen sucht man wirklich sehr oft vergebens. Ich bin froh sein, dass hier nicht so ein starker Schneefall herrscht im Winter. Das wäre, glaube ich, fatal. Katz! Diese wundervollen Wesen überall. Ich finde, die Katzen sehen hier richtig schön aus. Die ernähren sich zwar wirklich eigentlich nur von Abfällen und irgendwelchen Weißbrotresten, wie zum Beispiel hier zu sehen. Also damit werden die auch richtig gefüttert. Aber diese Augen, die sind immer so wunderschön. Also im Vergleich dazu sehen die Hunde hier schon ziemlich verranzt aus. Naja, die Gangstalker machen mir natürlich überall das Leben schwer. Alter! Junge! Das ist wirklich krank. Auch der frische Tee ist bereit. Das ist der Lifestyle. Junge, Alter. Bitte erschlag mich nicht mit Bauschutz. Bitte erschlag mich nicht mit Bauschutz. Danke, Brudi. Also im Outdoor-Gym habe ich auch noch nie jemanden ernsthaft trainieren sehen. Im Allgemeinen, so Fitness und sowas ist hier nicht so populär. Es ist wirklich selten, dass mal ein Einheimischer irgendwie sonderlich stabil ist. Es gibt auch wirklich kaum Fitnessstudios. Ich habe glaube 2 gesehen insgesamt. Aber ja, Angeln und Tee trinken und so ist auch gut. Das ist den Leuten hier scheinbar nicht so wichtig. Oh, ja. Es ist zwar heute gefühlt 5 Grad kühler als gestern, aber die Sonne knallt trotzdem massiv. Hier ernähren sich die Fische von feinstem Müll. Ich kann mal die ein bisschen sehen auf der Kamera, ich weiß gar nicht. Oh. Diese Stadt ist so krass, Alter, wirklich. Wahnsinn. Jetzt geht es noch fast 1 Kilometer hier entlang an der Uferpromenade oder wie man das nennt. Und dann wird endlich gefressen. Ich muss sagen, das ist auch eine sehr interessante Art und Weise der Rasensprengung. Wobei es scheint, als wäre der sogenannte Rasensprenger, der fest installiert ist, noch nicht hier angekommen. Sieht aus wie ein riesen Feuerwehrtruck, nur dass das Ding halt grün ist. Und hier wird sozusagen der Rasen gelöscht. Hochinteressant. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Spaß macht. Ob es sonderlich effizient ist, das wage ich eher zu bezweifeln. Hey, Junge. Hunde Heinrich. Das hier ist es. Gespannt bin ich auf jeden Fall. Ja, hier haben wir schon den Hodensack. Frischer Hodensack. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube vom Lamm brutzelt hier in diesem wundervollen Tongefäß
Das lasse ich mir jetzt schmecken. Schön angebraten, durchs eigene Fett, vorher noch ein bisschen gewürzt. Und dann schön mit Butter, Alter. Das macht mich so geil. Mit Salat und Brot, so wie es gehört. So, der Sack wird jetzt verkostet. Es gibt kein Raki dazu, weil Raki schmeckt mir eigentlich ganz gut, aber ich vertrage den einfach gar nicht. Aber trotzdem gibt es das Wasser aus dem Raki-Glas. Und Organe, die kann ich auch so verdauen, da brauche ich nicht Schnaps dazu. Das hier, oh, das riecht sehr intensiv würzig. Überraschend weiche Konsistenz, so kenne ich meinen Hodensack gar nicht. Aber schmeckt Baba. Ich freue mich schon auf die aphrodisierende Wirkung, die mir hier absolut nichts bringen wird. War das gerade ein Drive-by-Shooting oder? Junge. Also im Schneiderbräu, das habe ich da schon öfter gegessen. Das ist natürlich ein bisschen anders gemacht. Man hat auch viel weniger Sack. Einfach geil. Es gibt natürlich immer viele andere Organe, aber habe ich auch schon alles mal probiert. Und das Hirn ist wirklich nicht so schmackhaft, muss ich sagen. Aber das hier, Hoden geht immer. Oh ja, das war sacktastisch. 355 Lira, aka 12,60 Euro hat das Ganze gekostet. Kam jetzt so ein bisschen viel vor, aber ja, was soll's. Sei den Hoden-Sackköchen gegönnt. Tankstelle gibt es leider keinen Gönnergy, deswegen man Burn. Das gibt es ja bei uns, glaube ich, nicht mehr. Oder verboten vor einer Weile. Oder gibt es das bei uns auch? Ich bin so oft in Polen und Tschechien hinter der Grenze, dass ich das mir gerade, glaube ich, einrede, dass es bei uns gibt. Jedenfalls geht es mir schon wieder im Magen rum. So, so fettig das Zeug, Alter. Diese Organe müssen verdaut werden. Also ein schöner Energy-Drink, das ist die beste Unterstützung für meine räudigen Eingeweide, damit fertig zu werden. Prost, Melkfett! Das hier ist auf jeden Fall ein absolut traumhafter Weg. Alter! Ich laufe immer gerne einen anderen Weg zurück, als ich hingekommen bin, aber in dem Fall war das jetzt nicht die optimale Entscheidung. Stabiler Standplatz, Brudi. Junge. Es ist hier mies am Rändern, nachdem ich hier massiv hart geschnitten habe. Der Brudi ist in der Zwischenzeit wieder heimgekommen. Genaueres wurde dokumentiert, was ihr dann im Vlog über die Transplantation seht. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist der Mann jetzt nicht unbedingt gewillt, körperliche Aktivitäten auszuüben. Das heißt, ich werde gleich weiterziehen. Es stehen noch der Besuch der Region hinter den Toren an und ein Mahl im Meeresfrüchte-Restaurant. Und miese Muscheln essen. Also was meinst du jetzt genau? Bah! Gangstalker! Was den Puff angeht, habe ich leider schlechte Nachrichten. Oh Junge! Hier ist wirklich alles zu. Aber hier dahinter ist auch nichts als dieser Hund. Hier sollen Bordelle sein, Alter. Das ist ein absoluter Mumpitz. Na, ich finde das halt wirklich sehr schade, weil. Das sieht halt einfach sehr attraktiv aus, dieses angebliche Laufhaus. Also hinter diesem Tor befindet sich bestimmt das ein oder andere. Ach scheiß drauf, Alter, ich will eh keine Netz haben. Ich fresse jetzt diese Muscheln. Noch 4 Kilometer. Ich hoffe, ich kann mich hier irgendwo mit meinen Kreditkartendaten anmelden bei so einer Roller Firma und fahren. Langsam reicht es meine Knien.
Ich wollte mir gerade diesen Roller hier mieten, aber es funktioniert nicht. Ich habe ein Bild von meinem Ausweis reingeschickt und ein Selfie, so wie die das wollen, aber der manuelle Bestätigungsprozess hat mich abgelehnt. Ich sehe also scheinbar nicht so aus wie auf meinem Ausweis. Ja, dann muss ich halt doch die 4 Kilometer laufen. Ach, Mann, ey, wirklich. Entspann dich, Bruder. Seht euch das mal an. Hier gibt es am Kinderpinguin sogar noch das rote Bändchen. Ist das nie ein Traum? Ich sehe zwar genauso schlecht, aber mehr. Mahlzeit, nut, nut. Ist auf jeden Fall anders als unsere. Wild. Ich musste gerade nochmal durch einen Metalldetektor gehen, um hier in dieses Areal zu dürfen. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Das heißt, zu Recht Istanbul modern, würde ich sagen. Ich glaube, ich hau mir erstmal noch eine Mahlzeit rein. Ich habe noch 3 Kilometer zu laufen. Hier gibt es nämlich eine ganze Menge interessante Läden. Und den Hafen habe ich mir auch noch nicht so richtig angeschaut. Ich muss echt sagen, was Shopping angeht, ist das hier mit das Beste, was ich bisher gesehen habe. Die Atmosphäre ist viel besser als in irgendeiner dieser Malls. Alles ist hier einfach übelst geil. Also die Lage, wie das so gemacht ist, sehr modern, deswegen heißt es ja auch so wahrscheinlich. Also hier wurde massiv investiert vom Herrn Erdogan. Also jetzt mal ohne Kack, kann ich echt empfehlen. Schade, dass wir das jetzt erst rausgefunden haben, während mein Bre nur noch dann im Zimmer rumgammelt wahrscheinlich und sich nicht weit vom Hotel entfernt, verständlicherweise. Ich meine, der ist halt komplett verstümmelt. Ja. Naja, lieber später als nie. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Hier steht sehr viel Kunst auf diesem Gelände, aber das, das ist schon wild. Fast so groß wie der Arsch meiner Oma. Das hier sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Hier wurde ich jetzt förmlich reingezogen, aber da habe ich auch nichts dagegen. Mann, ey. Das ist auf jeden Fall was sehr Edles. Ich habe mir jetzt hier einen feinsten Wein bestellt und 2 Fischgerichte und bin sehr gespannt. Hier ist leider etwas windig, aber der Ausblick ist gleichzeitig auch sehr Baba-Bodi. Haben wir heute eigentlich schon mal? Der ist äußerst würzig und wild. 2019. So wie mein letzter Frisurbesuch. Thaddeus, mein Guter, es tut mir sehr leid, aber dich lasse ich mir jetzt schmecken. Das Brot ist warm und einfach perfekt. Und das Carpaccio ist unfassbar gut. Boah, absolute 10 von 10. Da kann man echt nicht mehr wollen. Alter, was ein Fick. Dieser gottverdammte Wind, Alter. Meine Güte. Oh, das ist so geil. Diese wundervollen Seafood-Spaghetti sind jetzt hier mein Hauptgang. Und es gibt sogar noch einen Teller, auf die ich diese Speise heben soll, bevor ich das verspeise. Aber ihr könnt dreimal raten, welcher abgefuckte Penner dieses Mal aus der Pfanne genießen wird. Ich! Dieses Gericht ist übrigens auch äußerst schmackhaft. Also Said Balik im Galaport Istanbul ist an sich schon zu empfehlen, wenn es nicht gerade so windig ist und es ist draußen ein bisschen anstrengend. Es ist teuer, das Essen war aber sehr gut und die Atmosphäre ist schon heftig. Also wenn man etwas relativ Extravagantes sucht, dann ist man da richtig. Ah, jetzt habe ich aber immer noch 3 Kilometer vor mir. Oh, ich hoffe, bis dahin bekomme ich nochmal Hunger. Ja, ich! Nebenan sieht es auch gut aus. Mit der Schauküche hier. Ah, ist schon eine geile Ecke hier auf jeden Fall. Ich bin so voll gefressen. Ich kann heute nichts mehr essen, Alter. Ich hole mir jetzt noch ein Bier. Also muss meine Nahrungsodyssee morgen weitergehen. Aber ist ja kein Problem. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr wild aus, der Fisch. Ja, sorry für den epileptischen Anfall, Leute. Tut mir wirklich leid. Aber was hier alles so schon wieder im Angebot ist, Alter. Und ich muss sagen, hier riecht es gar nicht mal schlecht. Ui.
Spielen Sie's, Mr. Krabs? Money, 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 money. Alter. Ah, hier haben wir schon das Kokoretsch. Das ist auch wirklich schwierig zu filmen, weil die Leute mich immer verjagen. Das sind auch feinste Eingeweide, die werden dann klein gehackt. Das sind alles Eingeweide hier. Ah, Junge. Alter, nee. Ah, ich bin gerade so voll. Überall riecht es so deftig, mir ist so schlecht, Alter. Oh. Ich habe noch genau 4 Kilometer und 200 Meter bis nach Hause. Ich denke, bis dahin habe ich noch mal Hunger. Alter, was für ein Aufenthalt hier, Alter. Was für ein Aufenthalt. Locker 160 Kilometer in dieser Woche gelaufen. Geisteskrank. Was haben wir heute eigentlich schon mal? Würstele. Ah. Scheiße, diese Höhenmeter machen mich völlig wahnsinnig. Es geht noch mehrere hundert Meter da hoch. Das ist eine krasse sportliche Einheit hier alles. Der Körper braucht immer was Gesundes. Auf der rechten Straßenseite, also da hinten, haben wir am Anfang hier unsere wundervollen Skimails getroffen. Auf dieser Seite ja bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe echte Frauen, also als Frau geborene Damen gerade gesehen, die mich bereits einluden für einen schmutzigen Akt. Junge, Junge, darauf auf jeden Fall erstmal das Pride. Ja. Verdammte Axt, bin bald da und mein verdammter Beutel ist gerissen. Ach. Ah. Ich bin wieder da, dieser Mann hat die ganze Zeit im Bett verbracht. Ja, um jetzt nochmal die Frage zu stellen, bevor du dein Leid mitteilst, wie geht's? Kopfschmerzen, also so im oberen Bereich, so, es drückt schon wieder. Aber sonst geht's eigentlich, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Ja, morgen wird der Verband gewechselt und kriegt eine Lasertherapie. Ja, jetzt wird erstmal gespeist. Verspeisen Sie eigentlich Arsch? Das erste, was er fragt, als ich hier reinkomme, ist vor allem, habe ich mich um das Klopapier gekümmert? Die Antwort lautet, nein! Wir waren es entspannt noch was essen, haben wirklich vor 20 Minuten Bescheid gesagt, ich habe gerade noch geduscht und so. Kann ich mich gerade selbst nicht zeigen. Wegen Klopapier und es ist immer noch keins bekommen. Also dieses Hotel hier macht mich einfach nur krank. Jetzt musst du schon das Kopfkissen herhalten. Also der Bezug vom Kopfkissen. Wie dieses Bett sieht aus, als würdest du daran seit 2 Monaten leben. Seibt. Alter. Gunnar. Schönen guten Börek. Jetzt wird nochmal das Buffet besucht. Es geht gleich zur Nachuntersuchung. Und da ist uns keine Zeit zu frühstücken. Oh ja, mein Nacken schmerzt, der Mann hat auch schlecht geschlafen. Junge, nur noch eine einzige Nacht, dann haben wir es endlich geschafft. In 24 Stunden sind wir schon in der Luft, auf dem Weg nach Hause und wir können das einfach nicht erwarten. Ich finde es einfach schön, wie dieser Mann jetzt einer von Ihnen ist. Sag mir, meinst du? Zünden wir einfach mal einen Raum. Nee, ich will nicht die Privatsphäre dieser deutschen Haartouristen verletzen. Max ist der Einzige hier, der nicht, also der noch Haare auf dem Kopf hat. Ja, das. Junge! Der ist auch zerzaust, der Hund. Vor allen Dingen auch. Weißt du jetzt nicht über dich? Also, ich weiß jetzt echt überhaupt nicht. Oh, Junge, ich bin einfach nur verwahrlost. Fuck you. Mahlzeit, Brudi. Ich bin nicht so einer. Wir fahren jetzt zur Nachuntersuchung, mehr davon dann im Haartransplantations-Vlog. Friedinger vloggt.
Und wir warten. Der Mann wird jetzt gerade seine räudige Drecksbirne abbandagiert und das Ding wird gereinigt. Ja. Da vielen Mastern für den Schei, Herr Eigen. Türkiye. Der scheiß Nischel, dieses Mann, das ist so geschwollen, das macht mich einfach geil. Mein Kinn geschwollen ist. Das macht mich einfach nur glücklich. Und hier vorne, ich weiß nicht, man sieht das schon. Das ist so richtig weich, dieses Material. Das ist einfach nur wundervoll. Blubberig blub. So, jetzt gibt es meinen ersten Pide hier in Istanbul. Bin ich auch mal gespannt. Bei Pidem. Chili Pepper wird geistes aufgeschüttet. Maulfick. Das ist wirklich schmackhaft. Es ist nicht wichtig, was die Shisha schmeckt oder was man hier zu sich nimmt. Es ist einfach wichtig, dass es raucht und dampft. Ich rauche keine Shisha. Mars Attack. Das wird mal wieder feinst genossen. Mars Attack. Mit dem Fett wird genes Medikament gearbeitet. Fett geni Selbstgoshi. Blubberig blob. Ein schwerer Fall von LKW-Durchfall. Hier wurde scheinbar irgendwas Schlechtes gespeist. Alter, die alte tropft ja wie ein Kieslaster. Du Assi. So, wir sind hier nochmal speisen, wo es den schmackhaften Lammertschun gibt. Und hier werde ich mir jetzt die Schafskopf- und Fußsuppe bestellen. Ich habe halt noch einige Kilometer vor mir und auch noch ein paar Speisen. Aber das hier ist jetzt doch mal mein nächstes Mal. Welch Wunder, aber die Schafskopfsuppe war selbstverständlich schon wieder alle. Deswegen geht meine kulinarische Reise dann direkt weiter nach dem Verzehr dieses Eierans. Kim Jong Schädel aufgedunsen wird sich selbstverständlich diesen Pide einverleiben. Ich habe die übrigens lieb. Trotzdem würde ich dich gerne irgendwie öffnen und deinen Saft schlürfen. Ja, ich bin hier am Predigen und laufe mal wieder Stufen. Die letzte Nacht jetzt heute. Morgen früh werden wir abgeholt. Ich kann es gar nicht erwarten, ohne Chance. Aber jetzt gibt es noch Muscheln und Ziegeneingeweide. Oh ja. Yeah. Der Laden, wo ich gerade Muscheln essen wollte, hat selbstverständlich schon 4 Stunden vor eigentlichem Schluss geschlossen. Na, dann wohl zu einem anderen. Der schien mir aber am sympathischsten. Wir haben jetzt hier eine Portion von diesen frittierten Muscheln. Die werden vorher paniert, wie man sehen kann. Und dann genau hier frittiert. Das sieht doch schmackhaft aus. So, die Portion Muscheln, 100 Lira. Und das Brot gibt es dazu. Wir haben 4 Spieße, also 12 Muscheln insgesamt mit dieser Soße. Da bin ich immer wirklich sehr gespannt. Die wurden ja gerade vor unseren Augen hier frittiert. Die schmecken echt sehr geil. Ich würde mir immer gefühlt die Hälfte der Portionen wünschen, weil das ist so viel. Jetzt, ich weiß genau, wenn ich das aufesse, habe ich dann keinen Hunger mehr für die Ziegeneingeweide. Oh nein! Oh, wie schlimm, vielleicht muss ich die skippen. Die Muscheln sind echt geil. Oh ja. Feinstes Effes, das erste Mal vom Fass hier. Aber aus dem Tuborg-Glas, na egal. Ja.
Der erste Schluck Bier ist einfach jeden Tag der schönste Moment des Tages. So, für mich persönlich ist es aber auch Schluss, was das Gefresse hier angeht. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier stinkt. Es stinkt hier einfach nur wie Sau. Na gut, ich denke, aufgrund der Menge des Eises hier könnt ihr euch den Gestank schon vorstellen. Naja, also ich gehe jetzt auf jeden Fall heim. Es ist auch schon spät. Wir werden sehr früh abgeholt. Junge, Junge. Irgendwie werde ich es schon vermissen, jede Nacht alleine hier durch diese Gassen zu gehen, aber naja, ich freue mich auch sehr auf mein Zuhause und auf den Friseur. Junge, Alter, das ist ja langsam wirklich krank. So, es gibt noch ein paar gute Nachrichten hier zum Abschluss. Und zwar wurde die Straße jetzt komplett asphaltiert. Also am allerersten Tag, beziehungsweise in der allerersten Nacht, sind wir hier lang gelaufen und hier war noch gar nichts. Dann wurde die Hälfte asphaltiert und jetzt hier alles. Ist das nicht wunderschön? In einer Woche gab es eine ganze Menge Fortschritt. So, ich bin jetzt wieder da. Meine Karte ging übrigens völlig random an der Tür nicht, denn man musste sich erheben. Was hast du Schönes zu berichten? Ich musste gerade eben wieder den Klempner spielen am Bad. Warum hast du nicht unseren kompetenten Brudi gerufen? Ich habe einfach dein Deo genommen und habe das Wasser laufen lassen, genau wie er es gemacht hat. Nie so nah und nie so hell, ohne Blitzlicht. Gummo, 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 Gummo. Das sind jetzt wirklich die letzten Sekunden in diesem Raum. Ein allerletztes Statement. Wir wurden schon zweimal angerufen, dass der Transfer da ist. Ja, es ist einfach so weit. Es sind sogar Wegstücher im Transfertaxi. Das ist einfach nur wunderschön. Das hier ist jetzt mein Frühstück, diese wundervolle Red Bull Cola. Ja. Es ist so ein schönes Gefühl, jetzt auf dem Weg zum Flughafen zu sein. Endlich hier raus, Alter. Gummo, Gummo, Gummo. Bomba. Frühstück ist bestellt und es gibt schlechte Nachrichten. Meiner Swisscard wurde soeben die Klinge entnommen. Ja, also sie durfte einreisen, aber sie darf nicht wieder ausreisen. Das ist wirklich ein herber Verlust, muss ich sagen. Es war übrigens Satire, die habe ich hier gekauft. Selbstverständlich durfte ich damit hier nicht einreisen. Gibt es direkt eine Einsternebewertung für diesen Flughafen, wie es sein kann, dass die dir das Messer entziehen? Der Typ hat das so einfach rausgezogen und einfach in den Müll und mir das Ding wiedergeben. Ist einfach nur schön. Naja, die 7 cm reichen immer noch aus, um mein Glied zu messen. Um 6.50 Uhr morgens gibt es feinstes Huhn. Oh, hier ist 7.50 Uhr. Ich erkenne die Zeit nicht an. Es ist wirklich eine sehr seltene Sache, aber ich freue mich richtig auf diesen Flug. Einfach nur heim, heim, heim. Also der Hinflug war um einiges komfortabler, das hier ist so mies gemacht, dass man nicht mehr den Sitz klappen kann. Also außer ich bin gefühlt 1,10 Meter groß. Also ich sitze wirklich mit dem Arsch ganz hinten, weil dahinter geht es nicht. Also der hat jetzt schon 10 Minuten Verspätung, das heißt, er macht wieder einen kompletten Durchstart. Ach, fuck you. Mit fast 25 Minuten Verspätung geht es los. Schnippeli, dopp, 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 yes, 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 schnippeli, 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 dopp, 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 dopp. Bis später. Ach, meine Hände sind nass. Urkunde alter Berlin.
bring uns runter! Deutschland, 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 gute Land! Sheeptar. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Wirklich, das ist ein Wort, das ihr nie von mir oft hört, sondern ganz das Gegenteil, aber manchmal ist es einfach so. Naja. Der Reisi. Man macht seine Felgen eigentlich ganz anders sauber. Hat Vogel drauf geschissen, ich will nicht, dass es sich einbrennt.